Heute wird es spannend, denn wir gehen noch einen Schritt weiter. Heute wollen wir uns anschauen, was es bedeutet, was auf euch zukommt, wenn ihr als Seelenpartner es endlich geschafft habt, zusammenzukommen. Denn dann wird sich euer Leben nochmal extremst verändern. Was? Noch mehr? Ja, noch mehr. Und das ist richtig, richtig toll. Moin Magic Soul, wir sind's Annette und Easy, meine Seele, live aus Hamburg. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Ja, wie die meisten wird es dir wahrscheinlich auch gehen, dass du noch so sehr mit eurem Zusammenkommen beschäftigt bist, dass du noch gar nicht die Zeit hattest, viel weiter zu denken. Was bedeutet denn das, wenn wir dann zusammengekommen sind? Wie stellen wir uns denn überhaupt unsere Seelenpartnerschaft vor? Wie stellen wir denn überhaupt unser Leben vor? Weil das ist ja eine der größten Chancen, die ihr habt, wenn ihr als Seelenpartner zusammenkommt, es anders zu machen, als es vorher war. Nicht wieder in dieses Beziehungsmodell hineinzufallen sozusagen und da das genauso machen, wie ihr das euer Leben lang gemacht habt, immer mit der Hoffnung, dass es vielleicht besser wird, wo ihr euren Rucksack mit reinschleppt sozusagen, den mit reinnehmt, mit all euren Ängsten, mit euren Wunden, mit all diesen negativen Erfahrungen, Glaubenssätzen, die ihr, mit den ganzen Limitierungen, die ihr ja über all die Jahre gesammelt habt, weil das wird eurer Seelenpartnerschaft auch nicht gut tun. Das wird es sogar noch erschweren, weil ihr drum wisst, dass ihr eben diese Oneness habt, dass ihr ja etwas ganz Besonderes leben dürft jetzt. Das ist ja das Spannende an der Seelenpartnerschaft. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch jetzt schon im Vorwege Gedanken macht, wie ihr euch das überhaupt vorstellt. Wenn du jetzt sagst, Annette, ja, mein Seelenpartner oder meine Seelenpartnerin, die ist aber irgendwie noch gar nicht so weit, sich damit auseinanderzusetzen. Ich bin im Moment diejenige oder derjenige, der da oder die da eben einfach weiter ist, ist das wunderbar. Habe ich ja oft drüber gesprochen. Es müssen nicht immer beide Seelenpartner auf dem gleichen Stand sozusagen sein, was die Spiritualität angeht, auf dem gleichen Stand sein, auf dem Weg zu euch selbst, sondern es kann durchaus sein, dass du viel, viel weiter bist, weil du dich einfach schon viel mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, viel mehr mit der Selbstliebe, mit deinem Selbstwert, was ja alles wichtig ist für die Seelenpartnerschaft, war bei uns, bei Lutz und mir damals ja genauso. Als Lutz und ich zusammengekommen sind, war es ja so, dass ich mich ja schon viel mehr damit auseinandergesetzt habe. Für ihn war das ja alles Neuland. Aber, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, einer muss zumindest sozusagen die Übersicht haben. Übersicht hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber einer muss zumindest irgendwie bereit sein, da auch wirklich neue Weichen zu stellen, viele Fragen auch zu stellen, auch zu überlegen, wie wollen wir denn überhaupt gemeinsam leben? Und das Schöne ist natürlich, wenn du dich damit vorher schon beschäftigt hast, das hilft dir ungemein, weil dann bist du schon richtig gestärkt in deiner Mitte, weil die meisten haben Angst in einer Beziehung, in einer Partnerschaft auch zu äußern, was ihre Wünsche, was ihre Bedürfnisse sind, was überhaupt ihre Herzensangelegenheiten sind. Und fangen an, eben eine Rolle zu spielen und sich zu verbiegen. Und das ist ja das Spannende bei einer Seelenpartnerschaft, dass ihr das da eben nicht, das gehört da nicht hin. Aber wenn ihr euch natürlich vorher nicht damit auseinandergesetzt habt, wie soll denn das auf einmal funktionieren von ganz alleine? Das geht natürlich nicht. Das heißt, und das war zum Beispiel bei Lutz und mir damals auch so, dass ich diejenige war, die das eben auch angetrieben hat, die vieles in Frage gestellt hat, was für ihn total ungewohnt war. Ich habe viele Fragen gestellt. Warum reagierst du so? Was passiert da gerade mit dir? Weil ich es wissen wollte, weil ich ihn verstehen wollte. Ich wollte verstehen, wie er reagiert, damit ich viel besser darauf eingehen kann, denn sonst kommen auch wieder die Egos mit ins Spiel. Und dann entstehen Konflikte, die eigentlich gar nicht sein müssen. Oder manchmal entstehen einfach Konflikte, weil man vielleicht so abgespannt ist, was weiß ich nicht. Und dann kommen die Egos einfach durch. Aber mit diesem Bewusstsein ranzugehen, Moment mal, das können wir aber auch anders regeln. Vielleicht ist der andere gerade in der Ecke und kann nicht anders reagieren. Aber das bedeutet eben auch bewusst mit einer Seelenpartnerschaft umzugehen, sich bewusst Gedanken zu machen, wie möchte ich das leben? Und dass du eben auch sozusagen in deinem Wert bist, dass du auch weißt, wie du das kommunizieren kannst, dass du ihm auch sagen kannst, was dir wichtig ist.
Das wird am Anfang vielleicht ein bisschen holprig sein, weil es etwas Ungewohntes ist, wie man eben an so eine Partnerschaft rangeht. Aber es ist einfach mega, mega wichtig. Das ist die Basis, wie ihr euch eure Seelenpartnerschaft aufbaut. Weil nachher kommen ja noch ganz andere Themen hinzu. Und das muss einfach da sein, dass ihr euch da wirklich blind vertrauen könnt. Dass ihr wirklich wisst, der andere ist da, ich bin zu Hause, ich bin angekommen und ich weiß es auch wirklich und ich kann es leben. Ich brauche keine Rolle mehr spielen, sondern ich kann wirklich so sein, wie ich bin und werde dafür nicht verurteilt. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass ihr euch jetzt schon mal Gedanken macht oder beziehungsweise du, wenn dein Partner oder deine Partnerin jetzt noch nicht so weit ist. Weil damals war es bei Lutz so, er hat sich dann getraut, er ist den Schritt gegangen, er hat sich aus seiner Ehe gelöst sozusagen, er hat sie verlassen, um mit mir zusammenzuleben und war natürlich da durcheinander, das darfst du nicht vergessen. Ich meine, da kommt ja die Trauerphase, auch der, der geht und verlässt, hat ja auch diese Trauerphase und wo ich ja neulich auch schon mal ein Video drüber gemacht habe, unterschätze nicht den Shitstorm sozusagen, den ihr bekommt von allen Richtungen, von der Gesellschaft, von der Familie, von den Freunden, wo du eigentlich denkst, hey, ich meine, ihr müsstet doch eigentlich da sein, um mich auffangen, um mich zu supporten, aber da spielen dann wieder eigene Ängste mit, die die wieder haben. Wieso ist jetzt dieses Traumpaar oder was ist hier nicht auseinander? Was verändert sich für uns? Wir haben ja so viel Angst vor Veränderung. Und da wird er noch ganz viel mit zu tun haben. Du aber auch, wenn du jetzt zum Beispiel diejenige bist, wenn er jetzt verheiratet ist und du vielleicht Single und wie das zum Beispiel auch bei Lutz und bei mir war, was meinst du, was dann mit dir passiert oder wie sie dich sehen als Ehebrecherin, all diese Sachen. Aber wie gesagt, dazu habe ich schon mal ein ausführliches Video gemacht. Schau dir das an, dass du da schon mal vorbereitet bist. Das kommt auch noch alles hinzu. Und dann parallel geht es eben darum, eure Partnerschaft aufzubauen, aber eben nicht mit diesen ganzen Rucksäcken, die wieder sozusagen benutzen, sondern die wirklich, die packt ihr ja auch gemeinsam aus, um eben daran auch zu arbeiten. Aber dass du dir das bewusst machst, dass du dir jetzt schon mal wirklich vorstellst, wie möchte ich überhaupt diese Seelenpartnerschaft leben? Wie offen wollen wir über Dinge reden? Haben wir vielleicht einmal in der Woche ein tolles Meeting zusammen, wo wir uns wirklich zusammensetzen und sagen, bist du glücklich oder was brauchst du? Ihr könnt euch das ja ganz neu gestalten. Das ist ja das Tolle daran. Ihr braucht überhaupt nicht mehr in dieses alte Beziehungsmodell gehen. Und das funktioniert ja auch nicht mit einer Seelenpartnerschaft, wo man eben, oh, das muss man so und so machen oder dies muss man so und so machen. Nein, hier dürft ihr wirklich ganz frei euch das selbst aufbauen. Und das bedeutet eben auch, dass ihr euch ein bisschen vorbereitet, dass ihr euch schon mal Gedanken macht, wie stelle ich mir denn das überhaupt vor? Weil du oder eben ihr das dann eben auch besser kommunizieren könnt. Und wenn er oder sie eben noch nicht so weit bist, aber du, dass du sozusagen die Fäden in die Hand nehmen kannst, um das eben so ein bisschen in diese Richtung auch zu führen, dass ihr da auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Wie gesagt, nicht von den alten Dingen sofort ins Neue, in die Seelenpartnerschaft und dann denken, es funktioniert von alleine. So geht es nicht. Weil das ist ja das Beziehungsmodell, was vorher gelebt wurde und was meistens nicht funktioniert, weil sich irgendwann nichts mehr zu sagen haben. Am Anfang war alles toll, rosa-rote Brille, habe ich drüber gesprochen. Und dann nachher merken sie einfach, weil sie nie kommuniziert haben. Und das müsst ihr Seelenpartner oder mussten wir Seelenpartner ja sowieso schon von Anfang an, weil wir durch diesen Seelenpartner-Dualseelenprozess gegangen sind. Wir mussten all diese Hürden letztendlich ja auch überwältigen oder überwinden sozusagen, um zusammen zu sein. Wir mussten schon viel miteinander kommunizieren. Wir haben schon so viel erlebt. Das war nicht einfach am Anfang. Und darum ist es wichtig, da eben aufzubauen und zu sagen, hey, wir haben schon so viel geschafft und jetzt lass uns wirklich unser Traumleben auch erschaffen. Wie sieht denn euer Traumleben überhaupt aus? Wollt ihr vielleicht ganz woanders wohnen? Oder wollt ihr da wohnen, wo ihr seid? Seid ihr vielleicht auf verschiedenen Kontinenten, wie das bei Lutz und bei mir war? Ich meine, ich war in Kapstadt, Südafrika, er in Hamburg, Deutschland. Da musste natürlich einer auch erstmal was aufgeben. Es wird sich alles verändern in eurem Leben. Wenn er zum Beispiel verheiratet ist, wie es Lutz war, verliert er sein Zuhause und all diese ganzen Sachen. Wie gesagt, dann kommt dieser Angriff auch von außen, dann musst du auch erstmal das alles durchstehen. Es verändert sich alles. Und du möchtest ja auch nicht als Verlierer dastehen oder als fieser Mensch, der Frau so wehgetan hat und all diese ganzen Sachen, das möchtest du nicht. Und genauso umgekehrt, für mich hat sich auch alles verändert, weil ich habe mein geliebtes Kapstadt verlassen. Okay, Hamburg ist meine Heimatstadt und wunderschön, aber jetzt gerade auch, wo wir zum Beispiel in Hamburg sind, habe ich so, oder wir beide so eine Sehnsucht nach Kapstadt, wo wir uns ja jetzt entschieden haben, dort eben
die meiste Zeit des Lebens auch zu leben. Und ich meine, das waren eben auch so Punkte, darüber zu sprechen, wie stellst du dir das denn vor, wie möchtest du denn überhaupt leben? Und da war für mich ja von Anfang an Kapstadt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ich habe ja damals in Kapstadt gelebt, ich wollte gerne da bleiben, aber für ihn war es noch nicht möglich, er hat es noch nicht geschafft. Das war einfach zu viel drumherum, was er hätte dann noch gleichzeitig aufgeben müssen. Den Mut hat er damals noch nicht gehabt und es hat 10 Jahre gedauert, bis er sich endlich getraut hat. Und wenn du ihn heute fragst, sagt er nicht, wie lange habe ich eigentlich so lange gewartet? Ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist so toll, ich will hier nie wieder weg. Ich finde das so, so, so schön. Das heißt eben auch darüber sprechen, dass du auch klar machst, zum Beispiel, das ist mein Traum, ist das auch dein Traum? Es war auch immer sein Traum, aber er hat sich noch nicht getraut. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr eben auch über eure Träume sprecht. Wie sieht denn überhaupt euer Traumleben aus? Letztendlich ist das ja euer Seelenplan, das ist ja das Coole. Und das wird auch immer wieder deutlich, wenn ich mit meinen Kunden an ihren Seelenplänen arbeite. Es ist mega, mega spannend, weil das ist wirklich das, warum ihr hier seid. Das heißt, also einfach weiterzuschauen, ihr habt diese Partnerschaft, ne, dieses Miteinander natürlich auch und wie wollen wir leben? Also es wird ja immer größer, was ihr letztendlich leben dürft. Es ist ja wirklich ein Leben der Fülle, die ihr euch erschaffen dürft, ohne Limitierung. Wo wollt ihr leben? Wie wollt ihr leben? Ich sage ja auch immer, die Seelenpartner sind die Rebellen der Liebe. Ihr macht das so, wie ihr das wollt, nicht wie die Gesellschaft das will oder andere. Und das Schöne ist, wie gesagt, das ist jetzt auch wirklich die Dimension der neuen Zeit, der neuen Welt. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, mit in die neue Welt sozusagen zu gehen und jetzt schon mal anfangen, sich das eben auch zu gönnen, sich das zu erlauben. Die wenigsten erlauben sich das wirklich, ihrem Herzen zu folgen, zu sagen, das ist mein Traumleben, das möchte ich gerne leben und das erlebe ich auch immer wieder. Das ist ganz, ganz schlimm. Egal ob Seelenpartnerschaft oder nicht, wenn einer einen Traum hat, den er nicht leben kann, das kann ganz schlimme Folgen haben. Und darum ist es so wichtig, da eben auch zu schauen, vielleicht wenn der eine diesen einen großen Traum hat, angenommen es wäre jetzt nur mein Traum gewesen, wäre in Südafrika zu leben, in Kapstadt, und seiner gar nicht. Vielleicht hätte er lieber in Schweden gelebt, weiter auseinander geht es ja auch gar nicht so. Dann hätten wir auch da einen Weg gefunden, vielleicht ein paar Jahre in Kapstadt zu leben und dann ein paar Jahre in Schweden zu leben. Das ist ja das Spannende, wirklich auch auf den anderen einzugehen und zu sagen, hey, wie können wir das hinkriegen, dass beide auch irgendwie ihren Traum leben? Aber meistens ist ja das Tolle bei Seelenpartnern, die haben einen gemeinsamen Traum. Der eine traut sich vielleicht noch nicht so als der andere, aber dann eben dem anderen auch die Hand reichen und sagen, komm, ich führe dich dahin, ich zeige dir den Weg und eben auch Geduld zu haben, wenn der andere eben etwas länger braucht. So. Und vielleicht fragst du dich jetzt ja, Annette, wie soll denn das jetzt überhaupt gehen mit unseren Jobs und dann mal eben da leben, mal eben da leben? Und das ist nämlich auch noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn du mit deinem Seelenpartner zusammen lebst, weil da willst du die Erfüllung leben. Und diese Erfüllung macht nicht Halt, so an der Tür, so jetzt gehe ich aber raus aus der Partnerschaft sozusagen, jetzt gehe ich ins Berufsleben oder überhaupt ins Leben und da lebe ich nicht meine Erfüllung. Das ist nämlich das Spannende, das funktioniert nämlich nicht mehr, weil du diese Sehnsucht nach dieser Fülle hast, nach dieser Erfüllung, nach diesem, was dich ausmacht, warum du auf dieser Welt bist. Du willst du sein und das ist ja auch das Tolle, ne? Seelenpartnerweg zu dir, Seelenaufgabeweg zu dir, Seelenplan ist ja der Weg zu dir, das bist du. Darum bist du auf dieser Welt, darum hat dich deine Seele mit diesen Fähigkeiten ausgestattet, um deine Seelenaufgabe eben auch erfolgreich zu leben. Das heißt, du wirst auch weiter denken, du wirst auch dich weiter damit auseinandersetzen, gerade wenn ihr euch euer Traumleben erschaffen wollt, wie wollen wir das dann mit dem Geld machen? Wie wollen wir Geld verdienen oder wie soll Geld in unser Leben kommen? Werden wir Manifestationsmeister oder was weiß ich nicht? Es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten oder ich möchte jetzt endlich auch das Leben, warum ich auf dieser Welt bin, auch meine berufliche Erfüllung leben. Was ist denn meine Seelenaufgabe überhaupt? Und das ist das Spannende, weil, wie gesagt, wenn du mit deinem Seelenpartner zusammenkommst und ihr diese erfüllte und glückliche Seelenpartnerschaft euch aufbaut, um die zu leben, geht das weiter. Es betrifft euer ganzes Leben und es wird euer ganzes Leben verändern. Das heißt nicht sofort, also wenn ihr sagt, oh, muss ich jetzt sofort meinen Job aufgeben? Nein, überhaupt nicht. Das wird auch immer einen Übergang geben, das ist ja das Schöne, das hat das Universum auch schon sehr gut so eingeplant und eben auch unsere Seelen, da brauchst du dir gar keine Sorgen machen. Es ist nur wichtig, dass du halt auch weiter denkst.
Weil du kannst nicht nur in dem einen Part deines Lebens deine Erfüllung leben, sondern dann willst du es auch überall leben. Und das ist ja das Spannende, eben auch das, was jetzt die Sehnsucht, die immer mehr da ist, jetzt auch in der neuen Zeit und die eben auch in der neuen Welt gelebt werden soll, dass du dein Potenzial lebst, dass du wirklich du selbst bist und das machst, was du liebst. Weil damit kannst du so einen Mehrwert auf diese Welt bringen. Du kannst so viel Gutes tun und geben und das bringt so einen Spaß. Ich kann es dir wirklich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen und ich merke es auch immer wieder mal bei meinen Kunden, wenn wir die Seelenaufgabe channeln und sie ihr eigenes Business aufbauen mit dieser Seelenaufgabe, mit ihrer Berufung, warum sie hier sind, mit ihren Fähigkeiten. Es ist der Wahnsinn. Es ist wie ein Erwachen. Es ist diese Magic Soul, die du in dir entdeckst, diese Magie, die du hast, dieses Wunder, was du leben darfst. Und das darfst du tun und das fällt dir so leicht von der Hand und du kannst damit Menschen glücklich machen. Du transformierst Leben und das, finde ich, ist der Wahnsinn. Aber auch das ist ein Part. Und das ist eben auch das, was zur neuen Welt gehört, auch in die neue Zeit nicht mehr zu separieren. Wie viele, und vielleicht ertappst du dich auch gerade dabei, dass du sagst, ja stimmt, also so die ganze Woche arbeite ich und dann freue ich mich endlich Wochenende und da lebst du auf und da blühst du auf. Aber das hat nichts mit der neuen Zeit, mit der neuen Welt zu tun, sondern das darf sich jetzt alles verändern. Du darfst von Montags besonders glücklich sein und erfüllt sein. Weil ich meine, was macht das für einen Unterschied, wenn du morgens aufstehst und dich schon total freust auf den Tag, weil du deine Seelenaufgabe leben darfst, dein Schatzi-Licht leben, die ja mit deinem Schatzi den Tag verbringt zum Beispiel, weil ihr was zusammen macht oder vielleicht macht ihr auch ein bisschen was getrennt voneinander. Und wie ist das, wenn ihr euch dann wieder trefft und voller Begeisterung erzählt, was ihr wieder Tolles gemacht habt. Nicht so, oh, das war so ätzend und stressig und ich habe da überhaupt keinen Bock drauf und ich fühle mich nicht wohl. Ich meine, das macht krank auf Dauer. Das andere, das ist gesund. Eure Erfüllung zu leben, warum ihr hier seid und das auch noch mit deinem Seelenpartner teilen oder vielleicht mit ihm auch noch zusammenleben, das ist das Schönste, was du machen kannst. Und das machen ja Lutz und ich auch. Das heißt nicht, dass man das alles sofort zusammen gemacht hat. Nein, überhaupt nicht. Aber dass wir auch Kochvideos drehen und all das bringt so einen Spaß, das mit deinem Seelenpartner und mit deiner Seelenpartnerin zu machen. Aber euch da eben auch zu trauen, euch eben auch neue Zweige aufzubauen, wo ihr sagt, das können wir zum Beispiel zusammen machen oder ihr baut euch ein komplett neues gemeinsames Business oder Imperium auf. Wirklich was Gemeinsames auch zu erschaffen. Und das ist eben auch das, was jetzt in der neuen Welt, in der neuen Zeit gefordert wird. Das, was wir jetzt endlich leben können, nämlich eine Einheit. Wir dürfen einheitlich glücklich sein. Wir müssen uns nicht mehr einschränken, sondern wir dürfen in Fülle leben. Wir dürfen das Wunder, welches wir sind, immer mehr entdecken, ob in der Partnerschaft, in der Liebe oder auch im Business. Und wir dürfen Liebe leben in allen Bereichen. Das ist das Faszinierendste, was es gerade gibt. Also lass dich da nicht einschränken, sondern fang jetzt schon an, dich damit auseinanderzusetzen, damit du das auch viel schneller leben kannst, viel schneller kommunizieren kannst, viel schneller manifestieren und visualisieren kannst. Schreib gerne mal in die Kommentare, was dein Aha-Moment gerade ist, was du ändern wirst, wie du jetzt vorgehen wirst, damit wir dich feiern können. Ich bin schon mega gespannt drauf. Wir hoffen, dir dieses Podcast-Video weitergeholfen. Wir sehen uns im nächsten. Ciao for now. We love you. Du bist Magic. Deine Annette und Easy. Thank you.